Mehrere Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben Russland nach der Behauptung verurteilt, die Bewohner 4 besetzter ukrainischer Regionen hätten sich in Referenden mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland ausgesprochen. Vor dem UN-Sicherheitsrat nahm auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Stellung. Dass Russland die Pseudo-Referenden normal nennt und das sogenannte Krim-Szenario umsetzt, also einen weiteren Versuch unternimmt, ukrainisches Territorium zu annektieren, das bedeutet, dass es nichts gibt, worüber man mit dem derzeitigen Präsidenten Russlands reden könnte. Linda Thomas-Greenfield, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, bezeichnete die Referenden als Betrug und sagte, die Ergebnisse seien von Moskau bestimmt. US-Außenminister Antony Blinken betonte, der Westen werde eine Annexion durch Russland niemals anerkennen. Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, erklärte, die von Moskau organisierten Referenden seien eine eklatante Verletzung des Völkerrechts. Die Scheinreferenden, die Nuklearrhetorik und die Mobilisierung der Streitkräfte in Russland, all das ist eine ernste Eskalation des Konflikts. Nach Angaben der von Russland eingesetzten Wahlbeamten sprachen sich erwartungsgemäß über 93% der abgegebenen Stimmen in der Region Saporischschja für die Annexion aus, 87% in der Region Cherson, 98% in der Region Luhansk und 99% in Donetsk.